Ja, bei mir ist Hendrik Suhl. Ihr habt 5:4 verloren. Seid noch relativ halbwegs gut aus der Nummer rausgekommen, aber es gibt noch viel zu tun, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man die erste Halbzeit sieht, wir wieder verteidigt haben, das ist für die Oberliga würdig. Und da müssen wir eindeutig an euch arbeiten. Wir hören, was hier los ist. Da weißt du, dass in solchen Spielen immer alles möglich ist, gerade für die unterklassigen Mannschaften. Und da müssen wir als Oberliga knallharte Gegenheiten. Und wenn wir das nicht machen, dann sieht es aus. Es ist sehr schade, jetzt ausgeschieden zu sein aus dem Pokal, auch wenn es ja nicht ums große Ganze geht. Aber ihr werdet schon gern weitergekommen, oder? Ja, klar. Es ist natürlich schöner, so einen Pokal auszuspielen, als Freundschaftsspiele zu machen. Jetzt sind wir rausgeflogen, jetzt müssen wir uns auf die Vorbereitung ganz voll und ganz konzentrieren. Und dann müssen wir uns auf die Liga vorbereiten.